Was allerdings speziell ist für diese Kultur, jetzt sind wir wieder beim Fundort Sasindui, sind diese Bronzen, die Tiere darstellen. Es gibt verschiedene Bronzen, die verschiedene Tiere darstellen: Tiger, Drachen, Vögel, Schlangen, Fische. Und die Form und die Gestaltung dieser Tiere unterscheidet sich vollkommen von allem, was man überall sonst in China gefunden hat. Das ist wirklich ganz besonders. Und auch die Bronzegießkunst an sich unterscheidet sich. Es ist so, im Gebiet der Shang war es so, wenn man versucht hat, etwas Kompliziertes aus Bronze zu gießen, dann hat man die Gussform sehr kompliziert gestaltet. In Sanxingdui war es allerdings so, dass man lieber mehrere kleine Gussformen genommen hat und später die einzelnen gegossenen Teile zusammengefügt hat. Also man hat weniger Dinge aus, also bei komplizierten Dingen weniger aus einem Guss, sondern man hat stattdessen eher viele Kleinteile, die zusammengefügt wurden. Hier ist ein Vogel, der ganz typisch und repräsentativ ist. Der sitzt auf, naja, so einem, auf so einer Kappe, die man wahrscheinlich wo aufgesetzt hat. Es könnte sich um einen Vogel handeln, der an diesem Baum, den man auch dort gefunden hat, also es gab, ich glaube, er war über 3 Meter hoch, ein Baum, der aus mehreren 100 Teilen zusammengesetzt war, oder die Darstellung eines Baumes, der aus mehreren 100 Teilen zusammengesetzt war. Der hatte einen Stamm, nach außen abgehende Zweige, die sich nach unten hin bogen, und oben auf den Zweigen saßen auch verschiedene Vogelfiguren. Möglicherweise ist das einer der Vögel, die oben auf diesem Baum drauf saßen. Mit am beeindruckendsten sind auch diese Maskendarstellungen oder Köpfe, die man gefunden hat, auch aus Bronze gefertigt. Und die sind hier unten auf so einem Samtkegel oder mit Samt bekleideten Kegel angebracht. Man sieht es aber vielleicht noch ein bisschen. Man sieht ja, dass es nach unten hin spitz zuläuft. Und das ist quasi eine Röhre. Also man geht davon aus, dass das irgendwo aufgesteckt wurde. Die Gesichter, also Darstellungen solcher oder ähnlicher Gesichter, hat man ansonsten auch nirgendwo in China gefunden. Die sind also auch ganz individuell und ganz typisch für diesen Fundort in Sanxingdui. Es wurden relativ viele von diesen Masken oder Gesichterdarstellungen gefunden, die allesamt unterschiedlich sind. Manchmal sind nur kleine Details unterschiedlich, manchmal sind sie in größeren Dingen unterschiedlich. Aber auf jeden Fall gibt es keinen Kopf zweimal, oder also keine Gussform zweimal verwendet, scheinbar. Was, soweit ich weiß, allen gemeinsam ist, ist, dass sie diese Ohrlöcher haben. Man sieht hier auch am rechten Ohr ein solches Loch. Man geht also auch davon aus, dass die Schmuck getragen haben. Und an einigen dieser Masken hat man auch Pigmentreste gefunden. Das heißt, man geht also auch davon aus, dass die eventuell sogar alle bemalt gewesen sind. Die Masken, die wir gerade sahen, waren ein wenig kleiner als ein gewöhnlicher menschlicher Kopf. Dieses hier ist eine riesige monumentale Maske. Davon hat man wenige gefunden. Ich glaube, es waren 2, 3 oder 4 insgesamt. Stammt auch aus Sanxingdui. Was hier auffällig ist, sind natürlich auch vergleichbare, sehr kräftige Gesichtszüge, wie bei den anderen Masken auch. Aber was wir hier haben, sind diese Stielaugen. Und ich stelle mich mal ganz kurz daneben, damit man den Vergleich hat, wie groß das in etwa ist. Sie steht etwa einen halben Meter davor, wenn man jetzt meine Hand sieht oder so. Ich sehe gerade nicht, wie viel von mir man sieht. Mit den Augen verhält es sich so, dass man halt davon ausgeht, dass es einen Sonnenkult in den Staaten oder in den Ländern der Ba und Shu gab. Und deswegen wurden relativ viele Bronzen gefertigt, die das Auge oder die Sonne irgendwie betonten oder darstellten. Es gibt auch die Darstellung eines Sonnenkreises oder Sonnenrades. Das ist hinter dieser Maske, hinter der Säule, hinter der Maske angebracht.
Und es gibt auch noch rhombusförmige Augendarstellungen. Davon werde ich euch gleich auch mal eine zeigen. Und dieses hier ist halt, wie gesagt, eine riesige, monumentale Bronzemaske mit diesen Stielaugen, die es auch nur dort gibt. Das ist eine Gesichts- oder Kopfdarstellung, wie wir sie auch eben schon gesehen haben. Hier allerdings vergoldet, also das Gesicht scheint eine Goldmaske zu tragen. Auch die Goldverarbeitung war sehr hoch entwickelt in Saint-Singdoy und es wurden sehr viele verschiedene, auch sehr fein filigran gearbeitete Gegenstände gefunden. Hier ist es allerdings im Gegensatz zu den anderen Gesichts- oder Maskendarstellungen so, dass der gesamte Kopf rundum dargestellt wurde. Die anderen sind nach hinten hin offen. Dieser hier ist nach hinten hin geschlossen, also ist ein vollständiger Kopf. Ich versuche mal kurz rumzugehen, steht nämlich ein bisschen frei. Ist jetzt ein bisschen doof mit den Reflexionen, aber ich hoffe, man kann das halbwegs sehen. Kann man mich ein bisschen davor bewegen. So, also wie gesagt, ein vollständig gearbeiteter Kopf. Wir sehen hier auch noch so ein dreieckiges Muster oder spitz nach hinten zu laufendes Muster von den Augenwinkeln zum Hinterkopf laufen, dann vom Hinterkopf wieder nach vorne bis auf die Stirn. Wahrscheinlich war das insgesamt der Bereich, der vergoldet war. Hat sich natürlich nicht komplett alles erhalten. Diese Goldfolie hat sich auch abgelöst.